Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Torti. Heute machen wir einen Ölwechsel bei einem Polo 86C und dann nehme ich euch einfach mal mit. Wir benötigen dafür natürlich Öl, einen Ölfilter, einen Drehmomentschlüssel und einen Ölfilterschlüssel. Ganz wichtiger Hinweis vorher noch, wenn man das macht in der Garage oder draußen, sollte man darauf achten, dass kein Öl in die Umwelt gelangt. Nach Möglichkeit sollte man das Auto vorher warm fahren. Also dann, fangen wir mal an. So, hier befindet sich beim Polo 86C der Ölfilter. Bei anderen Autos kann er natürlich an anderer Stelle sein, also da muss man dann speziell gucken. Es gibt auch welche, die von oben abzuschrauben sind, von der Seite etc. pp. Zum Abschrauben nehme ich diesen Ölfilterschlüssel. Da macht man einfach eine Ratsche drauf und dann kann man den Ölfilter abschrauben. So, ich hoffe, man kann das sehen. Heute ist ja wunderschönes Wetter. So, man sieht dann, wie relativ einfach das abzuschrauben geht. So, ab damit. Jetzt kann man schon die Hand nehmen, abschrauben und das ganze Öl sollte dann unten in die Aufhangwanne tropfen, eigentlich. So, hier ist der neue Ölfilter. Ich nehme den von Bosch, weil der gerade günstig war. Und ja, den packen wir dann mal aus. Unboxing sozusagen. Wenn man den einbaut vorher, diese Gummidichtung, mit ein bisschen Öl benetzen. So. Beim Ansetzen drauf achten. Gerade ansetzen. Und nur etwa handfest drehen. Also nicht mit dem Ölfilterschlüssel anwirken. In der Zwischenzeit, wo das da unten noch tropft, kann man die Dichtung von der Ölabschraube austauschen. Die sieht schon aus, als hätte ich die schon 400 Ölwechsel benutzt. Ich benutze jetzt eine Metallgummidichtung und anschließend wird diese Öl, kann man das so sehen, diese Ölablassschraube dann in ca. 30 Meter angezogen und man kann später nochmal kontrollieren, ich sag mal einen Tag später, ob da was tropft. So, wie man sieht, tropft es nur noch ein kleines bisschen. Das kann man verschmerzen. Wenn da was übrig bleibt im Motor, das macht dann nicht wirklich was. Gut, dann noch ein bisschen reinigen. Kann auch Bremsenreiniger dazu nehmen. So, jetzt geht es bloß noch an die Füllung. Also nicht an die Zahnfüllung, sondern an die Füllung des Motors. Und dafür nehme ich immer Öl von Manol. Also ich nehme eigentlich alles von Manol. Ob das nur hier Wasser für Kühlsystem ist oder das Silikonspray etc. pp. Also das ist jetzt keine Werbung oder so. Das nehme ich für mich aus Überzeugung. Erstmal stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis für mich. Und ich kann einen 20 Liter Behälter kaufen. Das sind hier aus 5, oder? Und ich habe hier unten noch einen 20 Liter zu stehen und das kippen wir jetzt erstmal. So, ich habe mir eben mal 5 Liter umgefüllt. Nehmen wir mal einen Trichter. Und kippen uns da mal rein. In den Jutenwagen erstmal so 3 Liter drin kippen und dann das Öl kontrollieren via Ölmessstab. Immer ungefähr 2 Liter drin. So, jetzt haben wir ungefähr 3 Liter Öl drin. Jetzt kontrollieren wir mal den Ölstand.
Ja, fast voll. Jetzt ist es wichtig, einmal den Motor zu starten, damit der Ölfilter voller Öl läuft. Brumm, brumm. So, Öl einmal absacken lassen und dann erneut kontrollieren. So, ein paar Minuten sind um. Für euch war es wahrscheinlich eine Sekunde. Und wie man sieht, ist ganz schön viel Öl in den Hohlräumen überall gelaufen. Jetzt ist es wichtig, immer zwischendurch mal zu kontrollieren. So, ich sag mal, ist perfekt. Super. So, Freunde, das war's. Ölwechsel schnell und leicht beim Polo 86C. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye, euer Torti.